Hallo und herzlich willkommen zurück zur Spark Challenge. So, ich hab's ein bisschen rendern lassen hier, in der Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen flüssiger spielen können. Dschungel gefunden, Dschungeltempel gefunden. Wenn ich gestern eine Katze finde oder einen Ozelot finde, dann ist die Welt in Ordnung. Och, hier liegt Lehm. Aha, mein Inventar ist so voll. Ein Scheißendreck. Verdammte Axt. Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier irgendwie so ein Katzenviech hier finde, aber irgendwie findet ihr alle möglichen Mobs. Also die guten Mobs. Die freundlichen. Aber keine Katze. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hallo? Ich will mich eigentlich gar nicht hochbauen, ehrlich gesagt. Aber muss ich wahrscheinlich. Ah, warte mal. Und zack. Gut, dann halt so. Hühnchen. Hühnchen will ich aber nicht. Ich will Katzenmatze dazu haben. Wo sind sie denn? Hallo? Also je weiter ich hier laufe, desto eher glaube ich, verlaufig mich. Das war wieder sehr knapp gewesen. Sehr, sehr knapp. Ich glaube, dass sie tagsüber spawnen hier. Und mal ein bisschen schlafen legen. So. Ah, na geht doch, wollte schon sagen. Ich weiß noch nicht, ob die auf rohen Lachs oder rohen Fisch reagieren. Aber das können wir nur rausfinden, wenn wir so ein Vieh finden hier. Aber sieht noch sehr, sehr schlecht aus. Auf alle Fälle geht's da hinten noch weiter. Also an Dschungel mangelt es hier tatsächlich gar nicht. Ach, Kohle, jetzt immer drauf geschissen. Mein Inventar ist voll. Und jetzt wünschte ich mir wieder so ein Backpack. Beziehungsweise diese Canvas Bags oder irgendwie sowas. Hauptsache, man kann hier ein bisschen was mitschleppen. Weil dieses kleine Inventar, ey, ist ja für längere Reisen absolut ungeeignet. Habe ich schon vor Ewigkeiten gesagt und ich stelle es immer wieder fest. Und ich möchte wetten, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. So, Schweine, Hühner. Also ich weiß, wenn ich so ein Vieh sehe, muss ich sehr vorsichtig rangehen. Ich darf das nicht überstürzen. Das war jetzt nicht. Ja, ja, mal in die Richtung weiter hier. Dann kommen wir hoffentlich wieder Richtung Strand. Also ich weiß noch, wo ich die finden kann oder wie ich die finden. Nee, nicht wie, sondern wo ich die finden konnte. In der. Was war denn das da? 1. War das die 172? Oder hat die 164 noch? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich spiele schon so lange. Das ist jetzt die 111. Folge mittlerweile. 111 Folgen Spark Challenge. Alter Schwede, wer hätte das gedacht? So, Schweinchen. Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt in der 179... mit der ich jetzt gerade aktuell spiele, ob es da schon irgendwelche Neuerungen gab, was die Viecher angeht. Wäre natürlich ärgerlich, wenn es die ja nicht mehr gibt. Das wäre natürlich denn... Ist das kacke. Da fällt mir ein, da müsste ich mich mal schlau machen, wa?
Wenn ich jetzt die Folge hier durchfinde, wenn ich jetzt hier wieder durchlatsche hier, ohne irgendwie, um nur ansatzweise eine Katze zu finden, dann, oha, dann werde ich mich echt mal durch Google wühlen und gucken, ob ich da irgendeinen Hinweis finden kann. Ob es eben vielleicht ja nicht mehr gibt. Oder ja nicht mehr im Dschungel. Vielleicht leben sie jetzt ja in der Wüste, wer weiß das so genau. Oh, am Strand näher wäre eigentlich unlogisch. Katzen, nicht alle Katzen mögen Wasser. Glaubt die wenigsten. So, jetzt bin ich schon bei der Wüste hinten angekommen. Boah. Aber hier ist noch mehr Dschungel. Keine Wüste. Die Wüste kommt erst noch. Huah. Glotzen, 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 glotzen. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Muss man den Zeit lassen zum Spawn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich werde mich trotzdem mal wieder in die Richtung meines Portals begeben. Da ist die Kuh. Jetzt mal ernsthaft. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht wisst, ob sich bei den Katzen oder bei den Ocelots irgendwas verändert hat. Ob es da irgendeine Neuerung gibt, von der ich jetzt noch nichts weiß, weil ich habe es jetzt auch nirgendwo gelesen, habe aber danach auch nicht explizit gesucht. Und parallel werde ich mal zur nächsten Folge einfach mal gucken. Und dann werde ich ja sehen, was ihr wisst. Was ich noch in Erfahrung bringen muss. Mal ist doch so ein großer Dschungel jetzt hier. Jetzt bin ich aber ziemlich weit durch den Dschungel gelatscht, wa? Wenn hier die komische Wüsteninsel ist, die ich da vorhin von Weitem gesehen hatte. Alter Schwede. War ein guter Fußmarsch. Also ich laufe jetzt hier ganz bewusst außen rum, weil mittendrin im Dschungel war ja irgendwie nichts. Ach du Scheiße, hier brennt das. Gibt es hier auch Meteoriteneinschläge? Ach nee, Vulkane gibt es doch, oder? War mir irgendwie nicht so, dass es Vulkane gibt? Ah. Da fällt mir eine Option, wäre ja auch noch ein neues Portal hier oben zu setzen. Aber hier leckt es, hier will ich nicht sein. So, und hier, wo die Lava ist, gibt es auch keine? Doch, da hinten gibt es Hühner. Ich hätte jetzt gedacht, da wo die Lava ist, da hauen die Viecher alle ab. Was ja nur logisch wäre. Aber scheinbar ja nicht. Zumindest juckt es die Hühner nicht. Die Hühner denken, oh, mach mich zum Bräulern, so. Bräuler. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, das Wort. Ja, Bräuler. Sag glaube ich aus, wo ich herkomme. Nein, nein, Scheiße! Ach, Alter. Ich dachte, ich schaffe das noch. Oh, Alter, das wäre jetzt aber geworden. Jetzt mal hier eben schnell. Obwohl, mein Spawnpunkt wäre da oben gewesen. Ja. Was ist denn das? Schleichen. Ach so. Ein Stück Sand. Na wunderbar. So, da hinten ist meine Fackel. Da müsste ich wieder hin. Ciao. Wo fehlt denn dazu? Da ist der Tempel.
Mal ein bisschen in die andere Richtung latschen, kicken, ob wir da vielleicht noch was finden. Hühnchen. Hühnchen, 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 aber keine Ozelots, keine Katzen hier. Ich will aber Katzen haben, Mann. Brauch ich. Nur für die Challenge. Was kann man denn noch jetzt machen? Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Tja, was mache ich da jetzt? Kick mal von da hinten sind wir. Hey, komm, ach, siehst du? Ich werde mir mal ein Bötchen machen. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen jetzt hier erstmal zwei für das. So, jetzt werden wir hier irgendwas mal ganz kurz entsorgen. Und zwar entsorgen wir kurz mal die Fackeln. Dann müssen wir nämlich mal kurz so machen. Das mal kurz so machen. So, dann machen wir kurz diesen hier. Weg, weg, weg. So, das kurz da rein, das kurz da rein. Ich muss mal ganz kurz hier was machen, Freunde. So. Nehmen wir mal zwei Motor einfach mal mit. Och. Ach ne, die stecken sich ja nicht. Oh, das ist ja blöd. Hatten die sich nicht mal gesteckt? Jetzt wieder doch nicht. Ach na ja, komm hier, die Haken hier, scheiß drauf. Brauche ich nicht. So, tja. Laufe ich jetzt zurück? Oder schlage ich mir hier so ein Zwischenlager auf? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Helft mir doch mal, sag mal was jetzt hier. Dann haben wir auf die Insel nochmal kicken. Zeig ein Boot bei und fahr nicht mit. Oh, clever. Komm her, hier. Zack. So. Oh, ich gerade hier sehe am Fenster. Hier rennt so ein komisches Vogelvieh lang. Und diese Vogelfüßer, das sind keine Spatzen. Das sind irgendeine komischen schwarz-grauen, bunten Teile. Sehen eigentlich nicht so schlecht aus. Aber die kacken mir draußen das Auto zu. Das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Ich muss immer abends nach Feierabend, muss ich meine Spiegel mit Mülltüten abdecken, damit die sich nicht auf den Spiegel setzen und die ganze Karre voll scheißen. Jedes Mal, wenn du mittags zur Arbeit fährst, musst du die halbe Karre erstmal putzen. Damit sich der ganze Vogel direkt da nicht also festsetzt. Alter, geht ja nicht, ey. Völlig widerlich, diese Viecher. Hätte mir nur gerade so ein, weil ich gerade an mir vorbeilaufen sehe hier. Ja, gut. Bevor ich jetzt mal weiter hier dumm rumstehe, beende ich hier die Folge und werde einfach mal mich ein bisschen schlau machen, was mit den Katzen in der 1.7.9 ist, ob ich die überhaupt noch im Dschungel finde. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich trotzdem für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.